So. Das Monsterfleisch lassen wir verrotten. Oder essen wir im Notfall auch. Wir haben noch ein ganz bisschen Restlicht und wir haben keine Steine in der Nähe. Ich brauche Gold. Oh. Die Nacht werden wir nicht überstehen, glaube ich. Pitchfork. Wir haben die Pitchfork doch schon gebaut. Warte mal. Ich brauche was Neues, was wir noch nicht gebaut haben. Einen Hammer haben wir noch nicht gebaut. 3 Steine, 2 Seile. Wir haben nur 1 Stein. Oh. Ja, du bist hungrig. Ist okay. Also ist nicht okay, aber lässt sich nicht ändern. Und das Wispern wird immer lauter. Flop. Flop. Eine Karotte. Willst mich doch veräppeln. So. Dünger für eine 2. Farm bleibt hier, das bleibt hier. Und es regnet. Noch mehr Debris. Oh, noch Samen. Noch Samen. So, du. Na, nicht ins Dunkel gehen. Du da rein, dich. Was ist das da? Sehr irritierend. Oh ja, es wird bald Tag, es wird bald Tag. Dann machen wir was genau? Also wir brauchen Steine. Wobei ich nicht wirklich motiviert bin, das nächste davon freizulegen. Das Gras könnte nachgewachsen sein. Glaube ich aber nicht. Also wir brauchen Steine, die sind hier unten. Unterwegs war noch ein Bärenbusch, den wir pflücken können. Den nehmen wir auch noch mit. Wow, er schiebt schon. Wir müssen unbedingt geistige Gesundheit bekommen. Ich weiß noch nicht mehr wie. Stonewall haben wir. Woodwall. Also wir brauchen einfach nur Seile und Bretter. Das gibt uns schon mal geistige Gesundheit. Und eine Kiste. Einfach nur 3 Bretter. Ja, das kriegen wir hin. Bretter. Wow. 4 Holz für 1 Brett. Okay, vielleicht kriegen wir es auch nicht hin. Axt. Also Holzhacken morgen. Holzhacken. Goldkloppen, Beeren einsammeln. Das ist der Plan. Und Gras und Blümchen. Komm schon, mach Tag. So, die Pitchfork kann... Ja, du bist hungrig, ich weiß. Pitchfork kann erstmal da bleiben. Die 5 Turf, die wir hier noch haben, die reichen für die nächste Nacht. So. Er hat schon mal einen männlichen Bart. Aber ich glaube, der reicht trotzdem noch nicht. Die ganze Spielwelt flackert und wobbelt hin und her. Ist auch nicht schön. Kann ich irgendeine Arbeit auch geistige Gesundheit bringen? Weil man schön produktiv war oder so? Nee. Warte mal, Schaufel. Nimm das, Natur. Ja. Oh, diese Effekte sind sehr verstörend. Ja, das ist der Sinn davon, aber durchgehend Stimmen zu hören. Wow, okay, ich sammle kein Holz mehr. Ich sammle kein Holz mehr. Oh, Bärenbusch, der ist wichtig. So, ein bisschen was zu essen. So, jetzt wollten wir noch Steine klopfen, in Hoffnung, dass wir hier irgendwo Gold sehen. Aber hier sind keine Goldsteine. Ein Goldstein. Ein Goldstein, sehr schön. Du. So, jetzt schön 2 Goldstücke. Okay, 1 reicht auch. Das heißt, wir können jetzt schon mal eine von den Goldwerkzeugsdingern da bauen. Gras kommt auch noch mit. Wir brauchen noch mehr Holz. Auch wenn Blitzschlaggefahr droht. Also ja, oh, noch mehr Gold. Nächstes Goldwerkzeug. Wo ist unsere Spitzhacke? Ich sehe keine Spitzhacke, okay. Hier, Spitzhacke. Ja. Da hinten ist gleich noch ein Goldding, sehr gut. So, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Flint bleibt liegen. Obwohl,
das haben wir woanders auch liegen lassen. Dann sollten wir... Wow, wow, wow. Was zur Hölle? Ich greife dir nicht an. Das ganze Knicken. Ist das jetzt, weil wir wahnsinnig sind, oder passiert sowas normalerweise auch manchmal? Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Okay, zwei Beeren ist unsere Ausbeute. Was war das hier eigentlich? Knöpfe. Ja, nee. Ab nach Hause. Gut, Werkzeug erforschen und dann hoffentlich wieder einigermaßen geistig gesund sein. Dann sollten wir noch einmal um die Basis rumgucken, ob da irgendwo Guano rumliegt. Damit wir die Samen, die wir eventuell noch finden, gleich zu besserem Essen weiterentwickeln können. Wo ist ein komischer Vogel? Hast aber keine Samen, okay. So, Mais. Zink. Das kommt später, das kommt später. Werkzeug. So, das können wir hier hinschmeißen. So. Goldwerkzeug, Goldaxt. So. Schon mal einen Schritt besser. Und Goldpickaxt. Ah, die Stimmen werden ruhiger. Schreien einem nicht mehr ins Ohr. Das ist schon mal sehr gut. Was jetzt? Wir haben noch ein bisschen Tag. Das heißt, wir holen noch ein bisschen mehr Holz. So, die können wir auch hier lassen. Das irgendwo lassen. So. Wir holen noch mehr Holz. Um dann auch die anderen Sachen erforschen zu können. Damit unser Hirn nicht mehr so schrumpelig aussieht. Und mit anderen Sachen meine ich die Truhe und das andere, was Holz und Seil brauchte. Und die ganzen Tannenzapfen dabei. Wow, 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 wow. Geht weg. Geht weg. Tu euch nichts. Obwohl, warte mal, kann man die essen? Dann sind gleich tot. Ich könnte versuchen, die anzugreifen, so als letzte Notmaßnahme. Na gut, sammeln wir erstmal alles ein. Laufen ganz schnell zurück ins Lager. Und verkochen das Essen. Bevor wir verhungern. 6 Punkte. So, Fuel. So, so. Korn. Kochen. Fledermäuse, komm. So, wir verhungern schon mal nicht mehr. Speer. Erster Tod. Zweiter Tod. Sehr schön. So muss das doch laufen. Guano kommt mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. So. Du stirbst oben auch noch. Oh. So, zwei Guano. Sehr gut. Kiste wollten wir jetzt haben. Also mehr Bretter. Mehr Bretter. Dann Struktur, Kiste. Das war einfach irgendwo. Genau. Damit wir Werkzeug so reinschmeißen können. Und anderweitige Ausrüstung. So. Den anderen später noch rein. Und Dichter rein. Schaufel brauchen wir auch nicht so häufig. Kann auch da rein. Flint und Holz brauchen wir, glaube ich, noch. Dich und dich und dich und dich. Damit der Boden hier ein bisschen frei ist. Wir müssen gleich wieder was essen. Wir müssen richtig schnell was essen. Warte mal. Eins. 2, 1, 2, 29. Ja komm, wir werden ein bisschen was davon verkochen müssen. So, Lebenspunkte sind bei 55, Wahnsinn bei 67. Ah, es geht auf Wahnsinn runter beim Monsterfleisch. Aber wenigstens verhungern wir nicht. Samen sehe ich keine auf dem Boden, ich sehe nur komische Monster im Schatten rumkruseln. Pinecone. Verbrennen, verbrennen, verbrennen. Blumen würden auch alle vergammeln, bevor wir die restlichen finden. Nee, nee, nee. Ich habe echt kein gutes Gefühl momentan, dass wir sehr lange durchhalten werden. Also mache ich jetzt einen Ausbruchsversuch. Ich nehme mir jetzt die Dinge, die wir brauchen, um die Maschine unten in Gang zu bringen. Ach, geh weg von mir.
Geh weg von mir. Die Dinge, die ich brauche, um die Maschinen in Gang zu bringen. Und zwar die da ganz hinten. Und da laufe ich gleich hin. Und da versuche ich, die Viecher irgendwie abzulenken, die Maschine zusammenzubauen und in die nächste Welt zu springen. Damit wir da in irgendeiner Form besser anfangen können. Weil hier werden wir keine 2 Tage mehr überleben. Also wegen Essensmangel, wegen Winter, der bald kommt, wegen keine Blümchen zum Aufsammeln und so weiter und so weiter. Ja, also nur die Nacht überstehen. Aber das scheint ja soweit okay zu sein. Ich hätte schwören können, dass die Biester einen später, wenn der Wahnsinn so weit runter ist wie jetzt, irgendwann noch angreifen. Und diese kleinen anderen Schattenwesen auch noch kommen. Also nicht das da, das ist nur zur Abschreckung. Hm. Na gut, also. Die Dinger brauchen wir, das Ding kann eigentlich hier bleiben. Noch irgendwas, was wir mitnehmen wollen in die neue Welt? Die Puffy-Vest, die ist wichtig. Und einen Twig können wir hier lassen und dafür nehmen wir die... Nehmen wir nichts mit. Wir hören selbst die Musik nicht mehr, sehr irritierend. Vor lauter... Stöhnen, Schreien, Wimmern in unseren Ohren. So, egal, weiter. So schnell wie möglich. Ach, da ganz unten. Ich glaube, wir müssen in so ein Wurmloch springen. Wenn wir da reinhüpfen, kommen wir da unten raus. Und ja, das zieht Wahnsinn ab, aber ich hoffe mal, wir schaffen es einfach zeitig. Und man stirbt nicht, wenn Wahnsinn zu niedrig wird. Ja. Definitiv knackig. Aber es wäre richtig schick, wenn wir es jetzt schaffen würden, die Maschine zusammenzubauen. Und in eine neue Welt springen. Und dann ist ein völlig verstörter Wilson in der neuen Welt und erschreckte alle Einheimischen. Und da stellt euch mal vor, er springt in unsere Welt. Das wäre auch lustig. Also nicht unbedingt für ihn und für umstehende Menschen, aber ja, so. Da. So, Bärenbusch wird gleich gegessen. Wir haben keinen Platz. So, unser... Ist das Schnee? Ja, das ist Schnee. Da ist lauter Zeug. Da sind noch zu viele Schweine. Ja. Ja, ja, geh weg. Ups. Oh, überlegt Schnee. Ja. Ich denke, das ist langsam schlecht geworden, sagt er. Okay. Oh, Blümchen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hier sind viele Blümchen. Komm, 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 komm. Das hilft uns. Fallen lassen. So. Auch wenn hier nicht wirklich viel... Achso, du bist jetzt so ein Mutantenhase, weil wir schon Warnvorstellungen haben, okay? Schnell weiter runter. Also von der Zeit her müssten wir das schaffen. Das einzige Problem, was ich sehe, dass es irgendeinen Schutz geben könnte, der genau dafür da ist. Nämlich, dass man nicht einfach so da reinlaufen kann. So, das ist einfach nur... Nö. Dass man nicht einfach so hinlaufen kann, alle Sachen zusammenfrimmeln und da durchspringen. Eventuell muss man vorher alle Viecher, die da in der Nähe sind, umbringen. Das wäre natürlich richtig übel. Das schaffen wir auf keinen Fall. Oh ja, ich denke mal, das Leben ist so oder so vorbei. Da können wir auch ein bisschen was riskieren. So. Geht weg, ihr komischen Hasen. Wird auf einmal schräg durch. Vielleicht finden wir noch irgendwelche neuen Pflanzen. Genau. So, so. Sollte eigentlich alle mitnehmen für eine Gelande. Ja, ist alles zu spät. Ich habe jetzt 6 oder 7 Stück da hinten liegen lassen. Und ich laufe garantiert nicht zurück. So, dich essen wir. Mitnehmen. Oh, hier ist ja noch richtig viel Grünzeug. Hm. Also ich bin ja fast versucht, doch hier zu bleiben in der Welt. Und einfach das Gebiet hier auszuplündern. Weil Wahnsinn geht langsam. Essen geht... Was zur Hölle bist du? Hallo, komischer Weihrausmann. Danke für die Ablenkung.
Wow. Wow, ey. Die schießen Elektrodinger. Ballrausmann, lenkt die nochmal ab, bitte. Ballrausmann ist tot. Blowdart. Oh. Okay, okay, so wird das nix. Du. Lauf, 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 lauf. So. Du lauf erstmal irgendwo anders gegen. Ah, der macht Marmor so kaputt. Okay. Oh. Ein Treffer höchstens noch. Das wird sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Oh. Okay, zwei Treffer. Nein. Dich habe ich nicht gesehen. Ja, schade. Wir hätten ein bisschen früher versuchen müssen, das ganze Ding hier zusammenzubauen. Wir haben einen neuen Charakter freigeschaltet. Okay. Was bist du jetzt für einer? Du. Hat eine liebliche Axt und hat ein schreckliches Geheimnis. Hey, okay. Aber ja, jetzt erstmal eine kleine Pause. Und dann eventuell gleich ein neues Leben oder irgendwann demnächst. Ich habe jetzt ja sehen können, dass doch einiges hinzugefügt wurde. Das Ganze einen ziemlichen Zacken härter geworden ist. Und auch viele der Exploits nicht mehr so funktionieren. Nicht, dass ich sie eh gerne benutzt habe, aber schon mal gut zu sehen, dass sie das Spiel so entwickeln, dass es auch einigermaßen Sinn macht. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, dieses Leben jetzt nochmal zu sehen. Also allgemein ein neues Dawn Starve Leben. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bye, bye.